Auf dem, das ist jetzt das Niveau albanischer Hütchenspieler, was wir jetzt gerade machen. Moin Leute, Servus und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die zweite Bundesliga, die am Freitag wieder zum Glück startet. Es wird Zeit, endlich mal wieder spannenden Fußball zu sehen. Und ja, zwei Wetten habe ich gefunden für euch, die ich euch dann präsentieren werde. Gerne, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Würde mich sehr freuen, wenn wir die 300 Abonnenten noch knacken würden. Ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt los mit dem ersten Spiel Düsseldorf gegen Sandhausen. Düsseldorf zuletzt mit einem Unentschieden gegen Nürnberg. Sandhausen, ja, holt ihre Punkte, aber relativ unverdient. Zuletzt eher ziemlich schwach unterwegs. Düsseldorf aber auch spielerisch absolut schlecht, muss man sagen. Also mit Glück, also mit sehr, sehr viel Glück holen sie irgendwie den Sieg gegen Sandhausen. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das Ding 0-0-1-1 ausgeht. Wir gehen jetzt einfach mal pro Düsseldorf, aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr knapper Sieg für Düsseldorf. Gegen Nürnberg waren sie wirklich sehr schwach unterwegs. Paderborn gegen St. Pauli. Paderborn kommt langsam rein. Anfangs ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich an die zweite Liga zu gewöhnen. Auch ein paar Verletzungen hatten sie noch. St. Pauli ist ein Wunder für mich, wie sie bisher ja, 7 Punkte holen konnten, denn sie waren in jedem Spiel eigentlich relativ schwach und die Tore fielen wirklich aus sehr, sehr wenigen Chancen. Ich glaube, hier wird es klarer Paderborn-Sieg mit 3-0. Kiel gegen Heidenheim, ja, Kiel gegen den HSV mit dem Last-Minute-Unentschieden. Heidenheim hat gegen Würzburg klar und deutlich gewonnen. Wird schwierig zu sagen, geht fast Richtung Unentschieden, leichte Tendenz zu Kiel, die aber in letzter Zeit auch nicht mehr so stark waren. Trotzdem glaube ich, hier wird sich Kiel am Ende, ja, so ein 2-1 könnte das Ding werden. Braunschweig gegen Karlsruhe. Karlsruhe, dasselbe Spiel wie St. Pauli, wie sie bisher zu ihren Punkten kamen, ist mir ein Rätsel. Sie waren also wirklich sehr, sehr schwach. Gegen St. Pauli haben sie im Grunde aus 3 Chancen 3 Tore gemacht. Dann stand es relativ schnell 3-0 in der zweiten Halbzeit. Ja, dann war das Ding natürlich durch. Braunschweig, Überraschungssieg gegen Bochum beispielsweise zu Hause. Gegen Nürnberg den Sieg geholt, der aber mehr als, naja, ja, unverdient war, sag ich mal, weil der Elfmeter ein absoluter Witz war. Ich glaube, hier wird Karlsruhe völlig unverdient mal wieder, sag ich mal, gewinnen. HSV gegen Bochum, hier wird sich der HSV, glaube ich, relativ leicht tun, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, denn Bochum ist eine Mannschaft, die mitspielt und das liegt zu Mannschaften wie Hamburg eher als eine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt. Aue gegen den SV Darmstadt 98, ich habe mir die letzten Spiele von Darmstadt live angeschaut, muss sagen, wenig überzeugend, weder gegen Karlsruhe, wo sie 4-3 gewonnen haben, noch gegen Nürnberg, wo sie gewonnen haben last minute. Also das überzeugt sehr, sehr wenig. Hinten vor allem die Abwehr ist sehr, sehr schwach unterwegs. Aue, muss man dazu sagen, auch daheim aktuell nicht so gut in Form. Ich glaube, hier wird es am Ende Darmstadt knapp machen. Fürth gegen Regensburg. Fürth so aktuell die Mannschaft der Stunde, spielen wirklich einen starken Fußball. War mir aber fast klar, denn das war ein eingespieltes Team, was schon am Ende der Rückrunde in der letzten Saison sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Regensburg zuletzt 2 Niederlagen, aber gegen starke Teams, muss man dazu sagen. Beispielsweise gegen Paderborn, da waren sie gar nicht so schlecht die erste halbe Stunde. Am Ende haben sie trotzdem verdient verloren. Ich glaube, das wird hier ein Unentschieden. Kann mir so ein 2-2 hier gut vorstellen. Würzburg gegen Hannover. Hier Hannover bisher 3 Auswärtsspiele, 3 Niederlagen. Ich glaube, das wird sich gegen Würzburg ändern. Auch wenn sie jetzt einen neuen Trainer haben, reicht die Qualität der Mannschaft einfach nicht für die zweite Liga. Sie sind ja auch relativ knapp last minute durch einen mehr als fragwürdigen Elfmeter in die zweite Liga aufgestiegen. Ich glaube, hier wird Hannover das klar und deutlich mit 3-0 machen. Osnabrück gegen Nürnberg. Osnabrück so auch eine Überraschungsmannschaft. Noch keine Niederlage geholt. Nürnberg, ja, kriegt es einfach noch nicht auf den Rasen. Zuletzt gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Frankfurt einen 2-0-Sieg. War wirklich sehr, sehr gut eigentlich, aber ich glaube, hier wird es auch an der Bremer Brücke ja, zu nichts reichen. Ein Tor macht Nürnberg im Grunde immer. Ich glaube, so ein 2-1 für Osnabrück wird es am Ende. Und ja, das wären die Tipps. Und ja, jetzt gibt es noch die zwei Wettschein-Tipps, sage ich mal. Sieg Paderborn halte ich für valuehaftig, weil St. Pauli wirklich, wirklich schwach ist, meiner Ansicht nach. Und Würzburger Kickers gegen Hannover, der Sieg auf Hannover. Wie gesagt, wie immer werden die Wetten noch sag ich mal, in der Telegram-Gruppe abgestimmt und werden dann in die Statistik aufgenommen. Das wären aber die Tipps, die kannst du gerne so anspielen oder auch nochmal selbst nachrecherchieren. Video zur ersten Liga kommt natürlich auch noch und zwar morgen. Ansonsten, ja, würde ich mich über einen Like freuen. Abo, wie gesagt, bringt den Kanal nach vorne. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Hau rein und ciao.